Erster Redner ist schon von der FPÖ an Wort. Am Wort ist der Abgeordnete Janach. Innerhalb der Europäischen Union, sondern aus Drittstaaten. Und wir haben diese Anfrage, weil ja in der Statistik Austria einzelne Länder aufgelistet wurden, die ja sehr kurios für Schweinefleischexporte nach Österreich sind, an mehrere Ministerien gestellt, an das Bundeskanzleramt, an den Minister für Gesundheit, Herrn Stöger, aber auch an den Landwirtschaftsminister. Und die Anfragebeantwortung, die war höflich gesagt sehr unzufriedenstellend. Herr Gesundheitsminister, wir haben Sie ausgewählt für diese Anfragebesprechung, weil Sie noch der waren, und das sage ich jetzt als Lob von dieser Seite, der sich wenigstens bemüht hat, ehrliche Antworten zu geben. Beim Landwirtschaftsminister, den es mehrheitlich in dieser Sache betrifft, haben wir auf 40 Fragen gefühlte 30 Mal die Antwort bekommen, ja, aber das Armer-Gütesiegel, das sichert alles und jedes in dieser Regelung. Deswegen haben wir Sie ausgewählt, weil wir eine sachliche, offene Debatte führen wollen. Ausgangspunkt der ganzen Debatte waren Daten der Statistik Austria, die ausgewiesen haben, aus welchen Ländern wir Schweinefleisch lebend und tot importieren. Auffällig war für uns, dass wir von der Bouvetinsel, die hier niemand kennt, das ist eine Gletscherinsel nahe der der Antarktis, also in der Pazifik-Südsee, Schweinefleisch lebend importiert haben. Gleiches haben wir aus Hongkong gemacht. Auch hier weist die Statistik Austria auf Lebendimporte von diesen Tieren. Herr Gesundheitsminister, Sie haben klar geantwortet, das kann nicht sein. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wie heißt das, es kann nicht sein? Die Statistik Austria weist diese Daten auf. Der Landwirtschaftsminister, der antwortet, Bouvet gehört zum Königreich Norwegen. Und deswegen sind das norwegische Schweine. Das hat einen Tippfehler bei der Statistik Austria gegeben. Jetzt ist nur das nächste Problem aufgetaucht. Auch Norwegen ist nicht Mitglied der Europäischen Union, kann also hier nicht angewendet werden. Jetzt hat man kurzerhand bei der Statistik Austria einfach Dänemark hingeschrieben. Das kann ja bitte nicht sein, dass man einfach Schweine umetikettiert und letztendlich niemand weiß, woher die kommen. Noch kurioser wird es bei Hongkong. Das ist 10.000 Kilometer entfernt. Sie sagen ganz klar, es kann nicht sein. Aus Hongkong dürfen wir keine lebenden Schweine importieren. Der Landwirtschaftsminister sagt, das ist ein Tippfehler der Statistik Austria. Das sollte nicht Hongkong heißen, HK mit Kürzel, sondern HU, Ungarn. Und dann geht es auf einmal wieder. Statistik Austria bessert das aus, jetzt sind die Schweine auf einmal aus Ungarn und alles ist legal. So kann das nicht sein. Sie haben klar festgelegt, aus welchen Ländern Österreich überhaupt nicht nur lebend, sondern auch geschlachtete Schweine, die ja die große Mehrzahl ausmachen, importiert werden dürfen. Das sind drei Drittstaaten. Das ist Kanada, das ist die USA und das ist Chile, soviel ich das aus der Anfragebeantwortung herauslesen kann. Jetzt gibt es auch wieder die Statistik Austria und die weist viele andere Länder auf, aus denen wir importieren. Wir importieren aus Argentinien, aus Australien, aus Bangladesch, aus Brasilien, aus Dominika, Dominikanische Republik. Wir importieren aus Ecuador, aus Indien, aus Israel, aus Japan, aus Korea, aus dem Libanon, aus Mauritius, aus Neuseeland, aus Russland, von den Seychellen, aus Südafrika, Uganda, Uruguay und dem Vietnam und auch aus China Schweinefleisch. Herr Gesundheitsminister, Sie können nicht zur Tagesordnung übergehen und sagen, das darf nicht sein, weil es nicht sein darf laut gesetzlichen Vorgaben. Die Zahlen werden ja nicht falsch sein und Sie können das auch nicht, so wie es der Landwirtschaftsminister gerne macht, mit Tippfehlern der Statistik Austria belegen. Das funktioniert hier einfach nicht und hier haben wir akuten Handlungsbedarf und ich fordere Sie auf, hier für Aufklärung zu sorgen. Sie haben dann in der Anfragebeantwortung erläutert, ja, das sind Rücksendungen von exportiertem Schweinefleisch aus Österreich in diese betreffenden Länder, die ich jetzt aufgezählt habe. Das kann schon stimmen. Laut EU-Informationssystem über diese Fleischimporte haben aber keine Importe diesbezüglich stattgefunden. Aber selbst wenn das so sein sollte, dass es Rücksendungen sind, dann müssten wir ja zuvor dorthin exportiert haben. Das sagt mir der normale Hausverstand, dass wir zuerst in ein Land exportieren, damit es Rücksendungen geben kann. Wir haben aber nach Argentinien nichts exportiert. Wir haben nach Australien nichts exportiert. Wir haben nach Brasilien nichts exportiert. Wir haben auch nach Bangladesch nichts exportiert. Wir haben hier nichts exportiert. Hier kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir überlegen uns, ob wir nicht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machen, die diese Vorgänge, die hier im großen Stil seit Jahren und Jahrzehnten vorgenommen werden von der österreichischen und europäischen Fleischmafia, ob wir das nicht zur Anzeige bringen. Denn das muss zweifellos aufgeklärt werden. Und der oberste Baron dieser österreichischen Schweinebörse, nenne ich es mal den Herrn Schlederer, der hat ja ganz eine lustige Erklärung abgegeben, der hat gesagt, Schleuderer,
Schlederer. Der hat erklärt, das haben Touristen hätten diese Importe mitgebracht und das ist durchaus möglich, aber nur sehr schwer möglich. Denn wie importieren Sie 300.000 Kilogramm Schweinefleisch aus Korea zurück nach Österreich rein über die Touristen? Wie importieren Sie 70.000 Kilogramm im Jahr 2013 vom Libanon, wo gar keine Schweine produziert werden, zurück nach Österreich? Das kann nicht sein, Herr Gesundheitsminister. Wir fordern Sie auf, hier tätig zu werden. Es gibt aber noch mehr Punkte, die uns nachdenklich stimmen. Sie sagen, Sie haben mit der Statistik Austria nichts zu tun und Sie können sich diese Daten nicht erklären, deswegen nicht zur Tagesordnung übergehen. Aber die Statistik Austria weist für Österreich einen Selbstversorgungsgrad von Schweinefleisch von 108% aus. Das heißt für uns, wir produzieren mehr, als wir verbrauchen. Das heißt, 8% müssten wir exportieren oder in die Erde vergraben, irgendwie entsorgen. Jetzt sagt aber die Statistik weiter, und da ist der Fehler in dem ganzen System, dass wir im Jahr 2013 190 Millionen Kilogramm Schweinefleisch zusätzlich importiert haben. Zu diesen 108%. Exportiert haben wir aber nur 150 Millionen Kilogramm. Hier fehlen knapp 40 Millionen Kilogramm, die wir zusätzlich zu unserem eigenen Überschuss von 108% noch haben. Wo ist dieser Schwund hingekommen? Wo ist dieses Fleisch gelandet, Herr Gesundheitsminister? Sie sagen, Sie sind nicht zuständig, die Statistik Austria geht Sie nichts an, aber es geht sich sehr wohl die Gesundheit der Menschen in diesem Land etwas an. Für uns noch wichtiger ist aber die Aufklärung der Konsumenten. Sie erklären hier in Ihrer Anfragebeantwortung, im Übrigen auch der Landwirtschaftsminister, dass 2015 europaweit eine Herkunftskennzeichnung von Schweinefleisch kommen sollte. Die sollte kommen, wenn das so ist, dann begrüßen wir das. Das ist ja dringend notwendig. Das entschuldet aber nicht, die bisherigen Vorgänge in diesem Schweinefleisch-Skandal. Und ich nenne es so, denn es kann nicht sein, Importe, die klar von der Statistik Austria aufgewiesen worden sind, von Ihnen abzustreiten, zu sagen, es kann nicht sein. Denn es kommt mir dann so vor, wie der Film aus Deutschland 2002, was nicht passt, das wird passend gemacht. Nur wir lassen uns das sicher nicht gefallen. Wir werden dieser Sache weiter nachgehen und wir ersuchen auch Sie, dieser Sache klar und deutlich entgegenzutreten. Denn es gibt für Sie überhaupt keinen Grund, hier die Fleischmafia in Europa und in Österreich zu schützen. Die Konsumenten, die haben es sich verdient, dass sie das bekommen, was sie kaufen. Jetzt ist es so, dass die Konsumenten das kaufen müssen, was ihnen von der Politik und von diesem Fleischhandel vorgesetzt wird. Wir haben keine klare Kennzeichnung. Und wenn der Landwirtschaftsminister jedes Mal herauskommt und sagt, und auch die ÖVP-Vertreter, dieses Zeichen garantiert nur österreichische Qualität. Wenn es in Österreich grundsätzlich möglich ist, dass Sie sagen, es dürfen keine Importe aus exotischen Ländern stattfinden und sie finden doch statt, dann ist es ein leichtes, unter dieses Gütezeichen, das angeblich das sicherste auf der Welt ist, unter dieses Gütezeichen auch Fleisch hineinzustopfen, was nicht aus Österreich ist. Und ich werde nicht aufhören, darauf hinzuweisen, solange wir die AMA-Richtlinie in diesem Bereich nicht ändern. Bei verarbeitetem Schweinefleisch. Bei verarbeitetem Schweinefleisch, und da können Sie herausgehen und noch immer loben, das ganze Zeichen, solange Sie die Richtlinie nicht ändern, dass ein Drittel bei verarbeitetem Fleisch, und das sind Wurstwaren, das sind Faschiertes und dergleichen, also nicht im Frischfleischbereich, sondern bei verarbeitetem Fleisch, solange wir die Ein-Drittel-Regelung haben, wo man alles hineinpanschen kann, was nur geht, solange werden wir darauf hinweisen, dass dieses Gütezeichen auch keine Sicherheit bietet. Im Übrigen, Herr Gesundheitsminister, ersuche ich Sie noch kurz, auch darauf Stellung zu nehmen. Der Herr Landwirtschaftsminister weicht ja jedes Mal aus. Gewährleistet dieses Gütezeichen Gentechnikfreiheit? Der normale Konsument würde annehmen, dass das so ist. Es ist aber nicht so. Das gewährleistet keine Gentechnikfreiheit. Wir, seit 5 Jahren versuchen wir, die gesamten Oppositionsparteien, ein Gütesiegelgesetz auf den Weg zu bringen, gemeinsam mit Ihnen. Leider ist es immer am Widerstand des Bauernbundes und des Landwirtschaftsministers gescheitert. Tun Sie das angesichts dieser Daten, dieser Importe, dieser Schweinefleisch-Skandal und dieses Missbrauchs und des Betrugs des Konsumenten, stellen Sie diese Dinge ab und setzen wir uns nochmal ernsthaft zusammen und versuchen wir, den Konsumenten auch eine ehrliche und gute Ware anzubieten, nämlich mit einer klaren Kennzeichnung, wo wirklich nur das drinnen ist, mit einem staatlichen Gütezeichen, wo nur das drinnen ist,
was auch draufsteht. Das ist meine einzige Bitte, die ich heute an Sie habe, natürlich auch mit der Beantwortung der Fragen, wie es zu diesen Importen kommen kann, die es angeblich nicht geben darf. Und ich ersuche Sie, sich hier wirklich massiv endlich dafür einzusetzen. Von Schweinefleischskandal spricht der FPÖ-Landwirtschaftssprecher Harald Janach. Von der FPÖ